Herzlich willkommen zur 18. Folge des Gemüsefan-Podcasts. Und damit begrüße ich auch wieder meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo Tom. Hallo Adi, wie geht's dir? Ja, heute ganz gut. Ist Wochenende, ist immer schön. Ja, Ja. genau. Geil. Geht mir ähnlich. Und ich bin hier ganz heiß schon auf die neuen Werbevideos, die wir uns anschauen heute. Noch nicht total abgestumpft. Nee, ich habe wieder Lust. Ja. Nachdem wir letztes Mal so eine Folge hatten, die ziemlich positiv war eigentlich, da waren zwei, drei Spots dabei, wo wir gesagt haben, ja, die sind tatsächlich mal vernünftig. Das stimmt, Mal das stimmt. sehen, ob sich das heute fortsetzt oder ob wir jetzt richtig hart knirschen und uns hassen werden. Ich glaube Ja. aber, kleiner Spoiler, wir werden uns hassen. Ich sag mal, wenn wir uns jetzt gleich von Anfang an hassen, tja, Steffen, das liegt an dir. Du hast diesen Spot vorgeschlagen aus dem Imker-Endprodukt-Forum. Das geht dann auf deine Kappe. Grüße gehen raus. Genau, der gute Steffen, der Verfassungsschutzmitarbeiter unseres Vertrauens, ein User im Honigforum, hat uns geschrieben und uns den folgenden Spot vorgeschlagen und auch generell noch ein paar andere Spots, die in einem Thread oder ich sag lieber einem Faden zu finden sind im Honigforum. Und da habe ich auch tatsächlich aus dem Faden einiges hier noch reingenommen. Wir haben jetzt so 16 Videos noch, die wir gucken können. Oh je. Ja Genau, gut, wollen wir gleich also. einsteigen oder hast du noch was zu sagen? Nö, machen wir ja mit Gut. Steffens Spot los. Sekunde. Genau. Du sagst bitte, wenn ich Play machen kann? Du kannst starten mit der Ja. wunderschönen Gérard Depardieu-Nase am Ja, das sieht echt aus, als hätte er eben noch die Schnauze bekommen hier, der Typ. Also das erste Bild schon und ja. Okay, ich mach mal los. Hier, meine Damen und Herren, Hamburgs schönste Perle. Wow! Entschuldigung, was gibt's denn hier zu sehen? Lasst euch überraschen. Husch, husch, ihr Hasen. Warte mal ganz kurz. Das ist die, die du letztens gemeint hattest, richtig? Mit Olivia Jones. Diese Drag Queen. Diese ganz bekannte, ne? Ach so, ja, ja, stimmt. Wir hatten mal so einen Aldi-Spot über Drag Queens gesehen, wo sie gebacken haben mit so einer Drag Queen. Ja, genau, und da habe ich in dem Zusammenhang wahrscheinlich gemeint, dass die Drag Queen, die ich so kenne, die ständig im Fernsehen ist, das ist die Olivia Jones, die wir jetzt hier sehen. Ich Ja. muss jetzt auch nochmal dazu sagen, wir hatten ja damals diese etwas schwierige Ansicht zu dem ganzen Drag Queen-Thema. Es ist mir so im Nachgang bewusst geworden, dass mir das wahrscheinlich deswegen so sauer aufstößt, weil es ja diese, wie heißt das in Amiland, diese Drag Queen Story Hour oder sowas gibt in diesem Kindergarten. Und das wusste ich Ja. jetzt nicht mehr so richtig einzuordnen, wie das jetzt genau da läuft. Ob das solche Verkleidungskünstler sind oder eben die etwas neueren Verkleidungskünstler. Ja, es ist Das lustig, müsste ich dass du nochmal das nachschauen. ansprichst, weil genau dasselbe, darüber habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, weil du meintest ja, es ist ja an sich wie Karneval und ich sehe es tatsächlich auch wie du. Also, ich meine, es gab es ja schon im Mittelalter, dass sich irgendwie Männer als Frauen verkleidet haben und so Theater gespielt haben oder irgendwas. Also da an sich habe ich nichts dagegen, weil das meistens für mich nicht ganz so auf das Transending rausläuft bei den Drag Queens, sondern eher halt auf sowas Künstlerisches. Aber genau, das Problem ist halt, dass es da auch Überschneidungen gibt. Also dieses Drag Queen-Thema und gerade mit Kindern irgendwie so dieses Trans verbreiten. Also da, was das angeht, habe ich meine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Also da müssen wir noch mal ein bisschen nachschauen, wie das jetzt sich genau ausgestaltet dort. In dieser Montur unbedingt den Kindern vorlesen zu wollen oder auch zu müssen, weiß ich nicht warum. Also kann man da auch als normale Person machen. Das ist Ja, das ist so natürlich dämlich. ein Ich muss bisschen dazu sagen, seltsam, die ganze Sache. ich weiß nicht, ob Olivia Jones jemals sowas gemacht hat. Ich würde jetzt einfach mal nicht sagen und ja, Ja, ich glaube, das deswegen. ist im Moment ist das noch so eine Ami-Geschichte. Vermute Diese ich fast Story auch. Hour da, ja. Aber wenn ihr Zuschauer vielleicht einen Fall wisst, am besten aus Deutschland, wo es so eine Drag Queen Story Hour schon gab, das ist dann wahrscheinlich eine Ziehkönigin-Erzählstunde zu Deutsch. Das könnt ihr uns dann gerne schreiben. Also es würde mich sehr interessieren. Vielleicht gab es das hier schon. Ah gut, wir Aber hier schwafeln waren wir schon auch wieder. ins, Lass ja, schöner Freeze-Frame uns. auch, oder? Die Ja, ja. Checkboxen hier. Ja, gut, Lass lass uns hier uns auch, weiter lass mal gucken. laufen. Ja. Für dein Alltag wunderbar.
Wo gibt es Chips für 80 Cent? Wer günstig will, muss Penny. Wo streicht man zart für wenig Wer Geld? Wer günstig will, muss Penny. Hast du schon mal zu viel bezahlt? Wer günstig will, muss Penny. Da hättest du ach doch gut gespart. Wer günstig will, muss Penny. Wer günstig will, muss Penny, oh la la. Muss Penny, schalala. Muss Penny. Für alle da. Wenn Nele gerne Erbsen isst, dann nimmt sie die von Penny. Wenn Lotte gerne Limo trinkt, dann trinkt sie die von Penny. Wenn Jan auch mal Janina isst, dann isst sie von ihrem Penny. Und alles, was du sonst nicht kannst, das kannst du bei der Penny. Mehr als Flix, als Flix und Butter. Keep fresh, Chips, Cheese, Chop, Quick, Pasta. Oh, es kommt noch was. Moment, sorry. Ich mach mal. Das ist sensationell! So. Ja, sag du mal was. Des Todes. Also erstmal, das ist doch, glaube ich, dieser Reeperbahn-Penny, zu dem es diese wunderbare Spiegel-TV-Dokumentation gibt. Mit Zap-Zap machen. Das musst du jetzt mal bitte erklären. Ich habe davon gar keine Ahnung. Das ist halt dieser... Ja, es gibt halt einen Supermarkt auf der Reeperbahn, der hat 24 Stunden, glaube ich, offen. Und das kommt dann natürlich immer sehr illustre Gestalten in diesen Markt. Und ja, auch immer sehr schöne Memes, die da rausgekommen sind. Also dieses mit dem Captain, der die großen Pötte fährt und so. Das Ach, um Gottes Willen, natürlich hier, der mit dem Patenten genau. 1, 2, 3 und die 6 oder sowas. Genau, ABC und die 6, genau. ABC und die 6, genau. Der fährt die großen Pötte. Ach, das oder ist auch dieses Zap-Zarab-Meme und so, wo er dann rausgeschmissen wird. Also Zap-Zarab ist so ein Slangwort für ein bisschen Clown bei denen. Aha, aha, aha. Und er wird halt dann, er hält Hausverbot und ist 2 Minuten später wieder drin. Das sind so diese ganzen lustigen Charaktere, die man da trifft, ja. Ja, achso, und du hattest ja gefragt, was bei so einer Drag-Queen-Show oder bei so einer Revue vom Inhalt ungefähr zu sehen ist und letzten Endes sowas ohne die Produktwerbung, also so ein bisschen rumgetanze, rumgesinge, ja, so. Also ein halbes Musical eigentlich. Ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich gleich übelst geflamed von den Zuschauern. Leg ich los. Fand das jetzt ich fand das jetzt gar nicht schlimm, den Spot nämlich. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja ein großer Musical-Fan. Und ich fand, das war ein gutes Lied. Gut, es hat natürlich nicht Olivia Jones selber gesungen, das hat man hier gehört. Ja. Ich meine, der Typ hat eine übelst tiefe Stimme, eigentlich. Ich bin jetzt überraschend, also es war überraschend unmet, so, weißt du, es ging jetzt hier nicht darum, jemandem irgendwas aufzudrücken. Hab ich zumindest das Gefühl. Ich meine, die machen halt ihr Drag-Ding, so. Ja. Und ja, es ist schön, ist jetzt nicht meins, aber sollen sie machen. Das Einzige, worüber man sich natürlich streiten kann, ist, dass es überhaupt einen Supermarkt für nötig hält, mit so einem Thema zu werben. Ich meine, das deutet natürlich schon auf einen größeren Zeitgeist hin, dass man sagt, ja, das ist jetzt in. Also dieses Drag-Thema und wir haben ja auch schon viele Spots gesehen um Transgender und sowas. Also das hätte es natürlich früher nicht gegeben. Ich muss da ehrlich sagen, ja, ich werde wahrscheinlich jetzt hier als der harte Kack da stehen, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, oder ich fand den Spot jetzt nicht so wild. Ich sag mal so, dadurch, dass sie dieses Reeperbahn-Umfeld da genommen haben, kann ich das mit der Track-Geschichte sogar noch besser abkaufen, als wenn das jetzt so in Hinterdupfelfingen gewesen wäre. Weißt du, so der Pennymarkt im 200-Seelen-Kaff und dann kommt da so eine Track-Show. Ja, genau, das wäre jetzt komisch also das, gewesen. Also das hat so eher gepasst, ja. Ja, das hatte jetzt wirklich sowas wie, als würde man selber in eine Track-Show sich setzen. Ich meine, da weiß man ja, was man erwartet. Ja, und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das wird hier eben aufgedrückt oder so, das werden irgendwelche komischen Botschaften vermittelt. Also ja, vielleicht bin ich da zu milde. Verglichen mit diesem Aldi-Werbespot war das, glaube ich, oder? Welcher? Genau. Also wir hatten ja mehrere von Aldi. Wir hatten das mit der Bäckerin, also mit der Drag Queen, die backt, und wir hatten Aldi der Bäckerin, erste. Die schwarze. Nee, der erste, wo es
wo die so mit den Händen überall in die Produkte reingetaucht sind. Ach, um Gottes Willen, das habe ich ja schon vergessen. Ja. Genau, das war also, zum Beispiel krass, genau. Also der war hart sexuell aufgeladen. Ja, genau. Und das hatte ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Das war ja schon angenehm zu haben. Also ich hätte hier erwartet, dass diese Hintergrundtänzer, sag ich mal, die so in diesem Matrosenlook unterwegs waren, dass die dann diese Drag Queens irgendwie antanzen oder sowas. Also so höchst sexuell eindeutig zuordnungsbar. Ja, aber das ist alles nicht passiert. Also die haben eher die Produkte angetanzt, was ja wiederum Sinn einer Werbung irgendwo ist, auf diesem, in diesem Milieu hier. Ja. Sag jetzt nicht, was ja basiert ist, Produkte anzutanzen. Nee, aber. Ansonsten, bis auf die eine Sache, dass die Chips 80 Cent kosten, ist der Spot gut damit gefahren, dass das vage zu halten mit, es ist günstig. Ja. Gut, man muss dazu sagen, warte mal, ich klicke mal drauf, kann ich sehen, von wann der Spot ist. Der ist von vor einem Jahr, steht hier, also 17.06.21. Ja gut, da fing YouTube das macht das immer komisch mit dem vor einem Jahr, mit den Jahresangaben. Mhm. Das war aber quasi, also vor der Inflation. Genau, da ging es gerade los, ja. Und da meinst du, waren 80 Cent noch billig, waren das noch teuer selbst für Chips? Nee, da war das normal, aber die kosten heute nicht mehr 80 Cent. Also ja, jetzt glaube ich mindestens ein Euro. Wenn sie bei der Butter da das Beispiel wirklich mit Preisen hinterlegt hätten, das wäre wirklich nicht gut gealtert. Also da haben sie, ohne es zu wissen, prophetisch. Ja, das haben sie gut gemacht. Gut, ja, also, ja, guter Spot. Ja, Steffen, wir sind nicht ganz so mettig, also. Aber Steffen hat uns ja den ganzen Thread empfohlen, den ganzen Faden aus dem Forum. Und da ist, denke ich, durchaus noch was dabei im Folgenden, was ein bisschen Matt liefert. So, kommen wir zum nächsten. Ich glaube, das könnte Matt werden. Ich kenne tatsächlich nicht, aber der hat, glaube ich, viele Views. So. Ich klicke Play. There once was a man who fell in love with his own reflection. All day, he stared into a pool, starving others of his attention. As the weeks moved, he was glued. Some thought he'd eat himself like food. Every inch improved, he would persist. Until self-worship turned him into a gift. A gift not just for him to treasure, but a gift that brought the whole world pleasure. And so I put this question to you all. Does that not make self-obsession the most selfless act of all? Do you love me? Okay. Ich verstehe nicht, was hier abgeht, ganz ehrlich. Denk dran zu pausieren rechtzeitig. Ja, mach ich gleich. Ja, jetzt. Ach, scheiße. Also ich hab noch keine Ahnung. Achso, du siehst noch nicht. Achso, super. Du ich hast noch nicht den Firmenlogo Spot gesehen. Ah, okay, gut. Dann. Es ist GNP. Jetzt leider, ich habe ein bisschen zu spät geklickt, also bei mir war schon das nächste Bild zu sehen. ich mache mal weiter, was es ist. Do you love me? Es ist Equinox, siehst du das gerade? Ja, ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, it's not fitness, it's life. Ich glaube, das ist eine Marke für Schuhe. Ich google das mal schnell. Ich glaube, für Fitnessschuhe, so Turnschuhe. Ach, ich hätte jetzt auf Fitnessstudio getippt. So. Equinox, was ist Equinox? Oh Gott. Equinox Luxury Fitness Club. Ja, it's not fitness, it's life. Ja, genau. Also ein Luxus-Fitness-Club. Ja, ach so, und jetzt erklärt das auch, warum es hier um diesen Typ ging, der so narzissmäßig drauf war. Dass er in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Weil er halt so schön trainiert und sich dann so geil findet. Weil er mal einen Stein hochhebt. Geil. Ja. Okay, das ist wieder diese Kategorie von Werbung, wo es fast nicht ums Produkt geht. Also. Ja, das stimmt. Also was wir auf jeden Fall gesehen haben hier, ist natürlich so die typische Verteilung der Ethnien, habe ich das Gefühl. Also ich sehe hier viel schwarz und gemischt. Ja, aber es ging tatsächlich. Also wenn jetzt wieder davon ausgehen, dass es ein Ami-Werbespot ist,
gerade ja das Bild, das passt ja so halbwegs. Also, ne? Ja, es stimmt eigentlich. Deswegen bin ich mal wieder jetzt überrascht und unwert. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ja. Ich bin wahrscheinlich total gut drauf heute. Ich meine, der Hauptdarsteller sitzt ganz oben, über allen. Ne? Ja, und vor allem also. ist er ein basierter, fitter Typ. Mhm. Also, weißt du, das ist jetzt nicht so, als hätten sie uns hier einen fetten Kerl hingesetzt und gesagt, ja, das ist Fitness. Das hätten sie ja auch machen können. Mhm. So, du bist fit, wenn du dich gut fühlst oder so. Das ist eine ganz seltsame Opferpyramide hier. Das ist ja. Ja, es ist kein Heul-Clip, ne? Also, nee. Du erinnerst dich ja noch an diesen Gatorade-Clip, wo dann auch diese etwas dickere Person dabei war, um es mal nett auszudrücken. Genau, die so, so Gymnastik gemacht hat, irgendwie das Bein gehoben. Ja. Genau, und da hatte ich nämlich viel eher das Gefühl, dass gesagt wird, ja, hier, Dicke sind auch fit oder sowas. Und das ist hier ja gar nicht. Ich meine, die Models hier, sie sind alle schlank und rank und muskulös. Ja. Und selbst die Kinder. Die streben nach diesem griechischen Ideal irgendwie. Ja! Auch gut, achso, und du hast natürlich diese schwarze Erzählerin. Ja, die ist halt der Gegenpart zu diesem Hauptcharakter. Ja, ja, ja. Damit kann ich leben, also das ist jetzt nichts Wildes. Kann ich auch mit leben. Das ist wie diese was war das, Caitlyn Jenner-Werbung da letztens? Ach, da war sie Pepsi, ja, Kylie Jenner, genau, ja. Da war sie ja das, einer der Hauptcharaktere. Ja. Und dann hattest du auch jede Menge Schwarze in dieser Demo und diese Muslimin da und was das alles. Also ja, das ist hat halt sich alles ein bisschen wegnivelliert am Ende. Ja, ja. Ja. Ich fand es ja auch schön mit den Kindern, dass die nicht so perfekt getanzt haben, sondern eher so wie so Fußball, Kinder so ein Kinder bisschen tanzen. So, genau, organischer, aber ja, nicht so koordiniert. Genau. Wie halt in der Kinderdisco. So genau. Ja, in dem Sinne, lass uns weitergehen, oder? Das war ja. Jetzt unnett. So, aber das nächste ist auf jeden Fall was Schönes. Alvaro, Mensch! Ja. Alvaro ist zurück! Die binden Alvaro gerade das Zeug ab, oder? Ach nee, warte mal, jetzt müssen wir nochmal was klären. Warte, ich mache nochmal kurz Pause. Wir beziehen uns ja jetzt hier auf diesen Whisky-Spot. Und da wurde ja aus Alvaro, aus einem Typen, einen Mann gemacht. Und hier ist ja offensichtlich andersrum, oder? Er ist eine Frau und will ein Mann werden. Deswegen werden ihm gerade so die Brüste zusammengebunden, glaube ich. Und so korsettmäßig. Ich hätte es jetzt anders gedeutet. Das ist ein Mann und der zieht sich so eine Corsage an. Aber ach so, um weiß ich jetzt nicht. Also es kann alles noch sein. Bin ich mir noch unsicher. Willen. Ja, okay. Okay, dann schauen wir mal. Achso. Warte, jetzt muss ich mich aber nochmal verteidigen. Ich hätte halt gedacht, irgendwie, der hat sich schon die Brüste abnehmen lassen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, der ist vielleicht schon weit in seinem Transitioning-Prozess. Das ist bleibt spannend. Jetzt werde ich selber verwirrt. Schon. Wie spreche ich den jetzt an? Ja. Wie soll ich's und wie will ich's? Also ich bleib bei Alvaro. Ja, okay, wir machen mal weiter. And of the dark. Okay, also doch, Alvaro, es ist ein Mann, der eine Frau sein. Ah, ich hätte es jetzt so gut gefunden, wenn das der Großvater wäre, weißt du, so passend zu dem anderen Clip. Achso, ja. Nee, das ist jetzt hier das Gegenbeispiel. Und wieder hier schön die Oma, die dabei hilft, bei diesem ganzen Transit. Empowered hier, ja, ach Gott. Ich will da eigentlich mal so eine richtige Folienoma sehen, die so sagt, Junge, was machst du denn? Du bist doch so ein schöner Mann gewesen. Warum, Alvaro, warum? Du bringst Schande über unsere Familie. Du bist enterbt. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. At the end of a storm, there's a go. Die Kinder machen natürlich mit bei dieser ganzen Geschichte und malen hier fleißig hübsche Banner und Flaggen. Aber lass vielleicht mal die Werbung erstmal durchlaufen. Das ist ja. Ja. Sorry, prinzipiell. Oh,
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das jetzt heißt, aber ich mache hier trotzdem mal Stopp, weil der Clip ist fast vorbei und wir können ja wieder raten, worum es geht. Ach stimmt, es geht ja um irgendwelche Produkte. Ja, es muss hier überraschenderweise um Produkte gehen. Ich weiß es schon, weil es im Titel steht, aber den siehst du ja nicht. Ja doch, ich sehe den Titel. Also irgendwie ist das jetzt besser geworden, ja, steht Coca-Cola, Mist. Ah, verdammt, ja, es ist aus irgendeinem Grund ein Coca-Cola-Spot, dann mache ich den mal noch zum Schluss. Ah, Sprite. Okay, Sprite gehört ja zu Coca-Cola, also die Coca-Cola Group. Aha. Oh ja, Gott, dieses harte Anbietern an diese Transenflaggen, ja, ja. Es ist, oder an diese ganze Ideologie dahinter von irgendwelchen Scheißkonzernen, ist unfassbar. Das ist krass. Und wir hatten doch mal so einen McDonald's-Spot gesehen, der dann aber fake war, weißt du, der von einem konservativen Kanal war, wo sie quasi so einen Pride-Spot nachgemacht haben. Ach nee, einen BLM-Spot, also Black Lives Matter. Und bei dem Spot, bei diesem Fake-Spot, da hatte der wenigstens noch immer Bezug genommen auf die McDonald's-Produkte. Da hatte der zum Beispiel gesagt, es gibt auch schlechte Äpfel, aber bitte genießt unseren Apfelkuchen oder so. Aber hier war es ja ganz anders mal wieder. Es ging hier null um Sprite, es ging null um Erfrischungsgetränke, nichts. Also ich hätte das bis zum Schluss hier nicht gewusst. Vor allem Sprite und nicht Coca-Cola. Also ich meine, vielleicht will man sich da wenigstens ein bisschen absetzen. Also wenn ich einen Werbespot mache, dann würde ich doch, ich weiß nicht, wenigstens statt dem Logo irgendwas machen, um mein Produkt zu zeigen. Ich verstehe das einfach nicht. Und vielleicht haben wir es jetzt einfach nicht gesehen. In dem Oreo-Clip zum Beispiel, da wurden ja immer ganz kurz diese Oreo-Kekse gezeigt. Genau. Also, und hier ist mir ja nicht mal irgendwie, dass jemand was, irgendein Getränk zu sich nimmt. Also irgendwas trinkt, ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Also. Ach du Scheiße, jetzt wird's ja ganz krass. Ich habe das jetzt nämlich nochmal gegoogelt. Was? Weil, warte, so, okay. Hier, darum geht's. Siehst du das? No Esther soll X. Also niemand ist. Warte. Alleine? Folgendes. Ja, oder warte. Ist das spanische Gender mit dem X hier? So ist es. Nein. Das muss so sein. Ich habe das nämlich gerade mal kurz gegoogelt. No Esther soll X, aber es findet nur No Esther sola. Und da ist mir wieder klar geworden. Im Spanischen tut man ja wie im Französischen die Adjektive mitdeklinieren. Und sola ist zum Beispiel, wir weiblich, sind dann wahrscheinlich weiblich oder so. Wir sind jetzt Frauen, wir sind nicht allein. Und wahrscheinlich nur Esther Solo ist dann, glaube ich, für Männer. Weißt du? Oh, so, Gott, und das mit dem Sol X, das ist hier fest so eine Gender-Geschichte, die uns hier reinprügeln. Ah, das ist also krass. Ich wusste das gar nicht, dass sie das in Spanisch auch so machen. Weil ich habe mir da schon immer drüber Gedanken gemacht, wie wollen die das denn in den romanischen Sprachen machen? In Spanisch, Französisch, Italienisch, wo du die Adjektive mit so hart mitdeklinierst. Also bei uns auch in Ansätzen, aber dort krasser. Ist ja in Osteuropa mit den slawischen Sprachen dasselbe. Da tust du auch alles verweiblichen, vermännlichen, versächlichen. Vielleicht ist das irgendwie eine Sächlichkeitsform, aber ich glaube mit dem X. Soll das X? Ist so unspanisch vom Gefühl her. Ja eben, das ist völlig unspanisch. Also wenn ich hier Solks Spanish google, der finde ich nichts. Nee. Das ist wahrscheinlich Sola, Sole, Solo oder irgend sowas. Genau, oder so Solu, wird das sein. Ja. Das ist hier so eine Gender, ich muss sagen, eine Gender-Scheiße, weil dieses ganze Gender-Sprachding, das finde ich noch dreimal schlimmer als so schon das Gender-Thema. Also das geht mir hart auf den Kranz. Tja, liebe Leute, also falls ihr vorhattet hier, wenn der Laden vor die Hunde geht, nach Spanien auszuwandern, um der Ideologie zu entkommen, ich habe nicht die besten Nachrichten für das euch. Das ist es nicht wert. Das ist auch verloren. Ja, da scheint zwar die Sonne, aber wirtschaftlich ist es da auch schwierig und da ist offensichtlich auch das Gender-Thema verbreitet. Oh Gottes Willen, ja. Achso, und jetzt ist mir hier das geworden. Oh Gott. Ich skippe hier nochmal so durch den Spot. Es ging um verschiedene Personen. Also, ja. Ja, das habe ich am Anfang nicht so zusammengekriegt. Ja, es sind hier verschiedene Leute, die irgendwie so das Trans- und Schwul-Thema mit dabei haben. Ja, Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Und wie sie halt auch schon zeigen, hey, wir haben auch eure Kinder schon indoktriniert. Seht mal, wie sie mit der Flaggen angerannt kommen. Ja. Genau. Und natürlich zu dem Thema Pride und Schwulen gehören natürlich auch Transen dazu. Und ja, es ist wild. Und also diese Demo am Ende auch, du willst ja mit einer Demo eigentlich irgendwas bewegen, ne, was verändern, aber du siehst doch schon, wie viel Macht die haben, dass irgendwelche Großkonzerne da kuschen, also es ist alles so,
so ein Pseudo-Feind, der irgendwie aufgebaut wird. Ja, total. Richtig. Gut, lächerlich. Dass du das ansprichst, weil ich habe da auch diese Woche erst wieder drüber nachgedacht. Du hattest nämlich letztens mal in so einem Stream gemeint, oder wir hatten uns drüber unterhalten, was denn, wo Schwule benachteiligt sind und oder was die wollen. Ach nee, nee, warte, stopp, es ging um diesen Pride-Monat, um diesen Stolz-Monat, wo man sich solidarisiert mit Schwulen. So, und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, was wir gar nicht gesagt haben oder was ich gar nicht gesagt hatte. Eigentlich hat dieser Monat ja auch gar keinen Sinn, weil Schwule und Lesben sind ja gar nicht mehr benachteiligt, oder? Ich meine, die dürfen doch jetzt sogar heiraten in Deutschland. Also. Ja, aber Transen haben es noch schwer. Die müssen ihre Transition noch aus eigener Tasche bezahlen. Und das ja, jetzt, genau. Jetzt kommt das nächste. Jetzt kommt das nächste Thema. Und Schwule und Lesben werden noch nicht bevorzugt beim Adoptieren oder so. Und dann gibt es noch diese Blutspende-Problematik, gibt es ja auch tatsächlich, ne? Ah, stimmt, genau. Wie ist denn das? Kannst du das mal kurz zusammenfassen? Dürfen Schwule prinzipiell nicht Blut spenden? Ich glaube, das ist mittlerweile aufgeweicht, aber ich sag jetzt mal vor 5 Jahren, da bin ich glaube ich auf der sicheren Seite, war das halt noch verboten, weil irgendwelche Geschlechtskrankheiten, die das übertragen werden konnten. Natürlich, natürlich. Ich meine, die AIDS-Gefahr ist viel Schlammblut. Ja, ich meine, sorry, so ehrlich muss man nun mal sein. Ich meine, Schwule haben nun mal durchschnittlich mehr Sexualpartner als Heterosexuelle. Und das Ding ist, du müsstest halt dann das Blut jedes Mal aufwendig auf alles untersuchen. Ja, das nimmt halt viel Zeit und Raum im Anspruch, das lohnt sich halt nicht. Ja, genau, bei normalen Menschen. Jetzt ist es soweit, dass du drauf scheißt. Also die. Ja. Ja. Also ich wollte jetzt nur sagen, normalerweise, bei normalen Menschen, ja gut. Normalerweise ist es so, wenn du beim Blutspenden gehst, so kenne ich es zumindest, das erste Mal wird getestet halt auf HIV und sowas. Und dann bei den folgenden Blutspenden glaube ich nicht mehr. Na, genau, und wie du sagst. Ich habe das ja länger gemacht, Studium. alle paar halben Jahre wird man ein größeres Blutbild und sowas genommen. Also es wird immer schon wieder mal alles analysiert. Ja, ja. Okay, cool. Ja. Gut, nur Estas, Sol X. Was soll's? Also das regt mich gerade richtig krank auf. Kannst du noch mal ein paar Sekunden zurückgehen? Da war ja so ein längerer Text, wo der Alte im Auto sitzt. Hier, genau. Ja, soll ich das mal kurz eingeben? Ja. Warte, ich mach das mal fix. Look, yes, Sandys. Quando. Diejenigen, die hier Spanisch können, die lachen bestimmt übelst, ob ich das hier vorlese. Quequeres würde ich es jetzt aussprechen, oder? Quequeres. Elige ser feliz. Das ist so, also Feliz, Sir ist, ja das Feliz Kind. Ist der Name, oder? Nee, Feliz ist ja ein Kind, ein Sohn, oder? Ach so? Ja, ja. Warte, ich hier aus Spanisch. So, jetzt gebe ich das mal ein. Was du fühlst, wenn jemand, den du liebst, sich dafür entscheidet, glücklich zu sein. Okay. Oh, Entschuldigung. Ach so, Feliz Navidad. Ja, klar, da kommt es her. Stimmt. Ach, ist das peinlich. Ja. Nicht, ach so, ich habe gedacht, wie Fili, weißt du, man kennt doch hier Fili, Spiritus Sandi oder irgend sowas hier, das im Italienischen. Also, ja, also nochmal, der Text, der da steht, heißt, was du fühlst, wenn jemand, den du liebst, sich dafür entscheidet, glücklich zu sein. Ja, was fühlt man denn dann? Na, Orgullo fühlst du. So, Orgullo, ja stimmt, ich google mal noch schnell Orgullo, was ist Orgullo? Das ist bestimmt der Name, oder? Von dem Stolz, Stolz, was ist so, Stolz, wenn Stolz? Sich jemand, aha, also wieder das Breitthema. Man fühlt stolz, wenn sich jemand entscheidet, glücklich zu sein. Ja, der sieht auch sehr stolz aus. Ja, gut, tatsächlich sogar ein bisschen. Ach Gott, ja. Es müsste noch so leicht dieser Augen, der Mundwinkel so leicht nach oben gehen, so. Ja, also, ja, ist das toll. Nee, der müsste sich jetzt eigentlich auch verkleiden als Frau oder so. Ich meine, vielleicht ist er ja eine Frau, weißt du? Ja. Oh, noch kann man daubt sagen, aber die Schrift hier ist wenigstens nicht so Sprite-grün. Also da haben sie schon mal sich auf Sprite bezogen. Haben einfach die Sprite-Schriftart hier reingetippert. Ja, das wird so gelaufen sein. Die haben hier irgendeinen Pride-Spot genommen. Da werden sie Firmen angefragt haben, ja, hier wollt ihr mal ein paar Bonuspunkte machen bei den Schwulen und so. Wir haben da einen Spot für euch. Und die so, ja, geil, aber was hat das mit unserem Produkt zu tun? Ach, nichts, dann tun wir einfach in eure Schriftart und eure Farbe am Ende euer Logo drauf klatschen, das reicht dann schon. Naja, das ist dann Sprite? Fragezeichen. Ja, genau. Ach Gott, ja. Ich wäre bereit, weiterzugehen, wenn du nichts mehr hast. Das ist, gut. So, ich drück Play. Oh.
Das ist auch aus dem Honigforum. Ach so, warte mal. Hat mir der nicht schon? Ja. Ja, okay, okay. Das, ah, jetzt ist mir das auch wieder war der klar, gute warum ich Spot, das hatte. Ja, genau, weil das wurde im Honigforum gepostet. Ha, siehst du, da war nochmal so ein Ding, was wir eigentlich gar nicht so schlimm fanden. Aber ich glaube, im Honigforum, muss ich dazu sagen, um das Honigforum zu verteidigen, ich mag ja das Honigforum sehr, das ist ja aus dem Faden hier degenerierte Werbung. Und da ging es am Anfang auch ganz allgemein darum, darzustellen, wie viele Schwarze einfach in Werbung zu sehen sind, gerade auch von westlichen Firmen. Und das ist schon krass. Also ich kenne es vor allem von Katalogwerbung. Das ist ja selber schon aufgefallen bestimmt. Oder Supermarktprospekte. Du machst die auf und irgendwie sind von 10 Leuten so gefühlt mindestens 3 schwarz oder 4. Ja, wie gesagt, also ich finde das hier in unseren Breiten halt viel nerviger und unnachvollziehbarer als in so einem Ami-Werbespot. Ja, ja. Ich meine, der spielt ja in so einem schwarzen Viertel. Ja, wie gesagt, wer das jetzt die Analyse von dem Spot, der schaue sich die letzte Folge einfach an, hören möchte. Aber hier so bei uns, wie gesagt, du machst so ein Aldi-Prospekt auf und die Hälfte der Models ist halt schwarz. Wo du denkst so, ja, danke. Repräsentiert mich null. Weitermachen. Ja. Das ist, weitermachen. Aber das nächste wird schön, den kenne ich. Und so vielleicht etwas noch zum Honigforum, weil ja gewisse andere Leute, wie aus der Ketzerkirche, ein gewisser Clown, das so ein bisschen haten. Ach, wirklich? Ja, der findet das nicht so toll. Aha. Hat er mal fallen lassen. Du brauchst halt einfach ein bisschen dickes Fell und dann ist das ein stinknormales Forum. Also, ja, meine und man Güte. Sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was dort geschrieben wird. Ich meine, da wird natürlich viel sehr kantig geschrieben und Bilder gepostet, denke ich, wo ich nicht sicher bin, ob die Leute da immer so dahinter sind. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, man kennt das vielleicht, manchmal lacht man über so ein Meme einfach, weil es was Verbotenes hat, ohne dass man da groß dahinter steht, worum es eigentlich geht. Also so sehe ich das zumindest. Ja, aber gut, ich kann natürlich nicht fürs Honigforum sprechen, das müssen die selber machen. Ich kann nicht für die Betroffenen sprechen. Die Nutzer und NutzerInnen. So. Nutzens. Die Nutzens, genau. So, ich mach weiter, ja? Edeka. Ach, du siehst es, verdammt. Ah, gut, das war ja klar. Hallo, das war einfach. Was darf es denn diese Weihnachten sein? Also, letztes Jahr hatten wir Japanisch. Gottes Willen. Und das Jahr davor Marokkanisch. Aber was machen wir dieses Jahr? Wie wäre es mit feinstem Saltimbocca? Mit Parmaschinken, Salbeibutter und Weißweinsauce. Italienisch. Lecker. Wir lieben Lebensmittel und ihre Vielfalt. Deshalb ist unser Weihnachtsangebot so bunt wie unsere Gesellschaft. So bunt wie unsere Gesellschaft. Lasst uns froh und bunter sein, heißt diese... Fisch Edeka. Also ich gehe noch mal ein bisschen vor. Sorry. Sieht man das hier bei dir? Lasst uns froh und bunter sein. Ja, das ist ein schöner Frame. Krieg ich gleich vor. Alter, richtig. Also der Spot, der hat mich jetzt mal wieder richtig matt gemacht. Auf jeden Fall. Lasst uns fröhliche Konsumer sein. Das ist... Ja, erstmal das und dann ja auch diese ganze Multikulti-Geschichte. Also, so, ja, das ist auch wieder so das typische Thema: deutsche Frau, ausländischer Mann, was in der Werbung gezeigt wird. Und hier natürlich gleich mit mehreren Typen, weißt du? Es aber ging ja darum, dass das junge Mädchen erst mit dem, was, mit einem Marokkaner irgendwas gemacht hat. Ach nee, mit einem Japaner, genau. Da hat's, die hat einen Japaner mitgebracht zum Weihnachtsessen. Es gibt mal, das nächste Mal einen Marokkaner. Spring mal zu der Stelle, bitte. Ja, mach ich. Ich meine. Japanisch. Ah, okay, okay. Sie sieht man es kurz. Genau, da ist sie hier mit dem Japaner da und die Eltern so, die freut das scheinbar. Und das Jahr davor Marokkanisch. Genau, und davor war sie mit dem Schwarzen verbandelt. Supergeil. Und jetzt freut sie sich schon auf den Italiener, den sie kriegt. Also, ja, stimmt, so gesehen. Also, die hat einen guten Verschleiß, ne? Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch im Abstand von einem Jahr jeweils. Das ist wie bei Harry Potter, dieses, was war es hier, Verteidigung gegen die dunklen Künste, dieser Lehrerposten, der immer ja, der genau. auf ein Jahr verflucht ist. Ja, genau. So ist es wahrscheinlich in der Familie mit dem Posten des Freundes von ihr. Ach Gott, dieses Bild hier, das macht mich mad, echt. Wie wäre es mit feinstem Saltimbocca? Ja, Gott, ja, gut, und dann geht es hier um den Schinken und ja. Also, ja, das ist so eine richtige Multikulti-Werbung und vor allem noch dieser Satz, ja, so bunt und vielfältig wie unsere Gesellschaft. Ich hasse das, dass die meinen, damit werben zu müssen. Und das Schlimme ist, dass es wahrscheinlich sogar Sinn macht, weil viele scheiß Normies das gut finden heutzutage. Ja, die Zielgruppe haben sie in dem Spot richtig getroffen. Diese älteren Gutmenschenpaare.
Ja. Die so, so weltoffen und liberal daherkommen und, Ja, und ja. alles konsumieren und haben wollen vom Ausland und nicht einmal was vom Inland. Also, hier, hier hätte er irgendwie kommen können. Ja, und dann hatten wir hier Rotkohl, Klöße und Gänsekeule oder was weiß ich nicht. Ja. Ich wette, wenn die jetzt hier noch Jahre zurückgegangen wären, da wäre nichts dergleichen gekommen. Ach so, du meinst, dass die, dass es Dass sie halt so mal ein traditionell typisches, essen. Ja. genau, dass das halt so ein typisches Städterpaar ist, sage ich mal, eine Städterfamilie, die ganzen Tag einfach nur irgendwelche tollen ausländischen Kram fressen und sich darauf aufgeilen, wie toll multikulturell die sind. Genau, wie weltoffen und dies, das, ja. Und ja, das muss ja kein Widerspruch sein, aber du kannst ja auch trotzdem deine eigenen Sachen hegen und pflegen. Ist ja alles ja. nicht so wild. Und ich hatte auch so die Vibes von diesen Szenen, wo die jetzt am Weihnachten immer waren, dass sie das, also gerade jetzt, wo der Marokkaner kam, ich gehe nochmal kurz auf die Stelle, Moment. Hm? Ich mach das. Ach, hier links, guck mal links, der Mann und rechts die Frau. Ich mach nochmal Play kurz. Aber was machen wir die? Hier, wie die lächeln. Hm? Also. Die stört das auch gar nicht, wenn die Kohle verbrannt wird, sag ich mal. Also, wie der ihr Enkel dann aussieht, das ist denen egal. Also, und ob der dann noch da ist, da war. Ja, das Gute ist ja, dass er sie schon den nächsten hat. Also sie wird, was ich hier auch befremdlich finde, weil du immer so auf die Metaebene meinst, schauen zu müssen, sie wird sich nie an jemanden festbinden. Sie wird weiter ihr schönes Verschleißleben führen. Ja, ich meine, darauf schauen zu müssen, das hast du jetzt ein bisschen, Kritik habe ich vernommen. Das ist eher deine Kritik gewesen, dass ich nee, mich zu ich sehr von den jetzt Produkten ablenken lasse. Ich habe das jetzt als vorsichtige Kritik an mir empfunden. Nö, das war ja schon richtig, dass ich mich... Dass ich hier manchmal zu viel reinlese, aber deswegen... Ah, dafür sind wir hier, genau. Ja, genau. Gehen wir mal kurz in die Weihnachtsszene, ist, glaube ich, egal, ob die japanische... In welche? Das ist ja die Weihnachtsszene. Siehst ja, also am Tisch meine ich. Siehst du die nicht? Ach, die habe nee, ich gerade offen. Die stehen gerade noch vorm Regal. Warte, ja. Siehst du die jetzt hier? Siehst du die? Ah, ja, jetzt sehe ich sie. Genau, und das meine ich. Guck jetzt mal können hier wir links uns noch mal den Hintergrund ein bisschen genauer anschauen, oder? Was haben wir denn da alles? Den Weihnachtsbaum aus Amiland, okay. Naja, und sonst? Ich meine, die haben einen Schwibbogen links. Oder, naja. Also so ein, was heißt Schwibbogen? Als Sachsen lachen wir da drüber. Das sind so ein paar Kerzen. Die Wookie-Ausführung, ja. Ja, aber ich meine... Welche fernöstlichen Klimbim-Katzenhalter. An sich sieht's nett aus. Und ich guck mal, ja, was haben sie denn auf dem Tisch? Ja, genau, hier weihnachtlich haben sie hier so... Was hatten sie gesagt? Marokkanisch. Hier irgendwelche Rollen hier und Falafel. Also so Kram. Also jetzt... Es ist ausschließlich marokkanisch, ja. Ja, genau. Je. Na, zumindest haben sie sich auf 2 Jahre beschränkt. Also das hätte ja noch länger gehen können, diese Aufzählung. Boah, ich wäre noch nicht wild geworden. Ja, Alter. Ich wäre noch den Isländer oder so. Also ja, spannend. Und vor allem geil wäre gewesen, wenn sie auch jedes afrikanische Land aufgezählt hätten. So, ja, oh, heute das hätte gedauert. So, dieses Jahr somalisch und letztes Jahr war es kongolesisch oder was weiß ich. Willst du, dass der Tisch dann leer bleibt oder was? Ja, so, ja, genau. Okay, das ist mies, Alter. Ja, das darf ich gar nicht im Weihnachtsessen. Kleiner gibt's einfach nichts. Kleiner Scherz. Okay, gut. Von mir aus können wir weitergehen. Ja, danke. Wir haben nämlich gleich noch was Schönes hier. Na, warte, stopp, ich drücke. Lasst uns froh und bunter sein mit unserer Suppe, die so vielfältig ist wie Deutschland. Jetzt probieren und Gutes tun. Edeka spendet pro Suppe 50 Cent. Oh, warte, das müssen wir nochmal. Ja, vor allem, warte, hier, wo sie ran sich spenden. Warte. Ja, genau. Ah, komm, warte mal. Wir sind richtig. Das ist, okay. Deutschlandstiftung Integration. Integration, ja. 50 Cent Spende an die Deutschlandstiftung Integration. Was zum Fick? Ist in euren Köpfen falsch. Es erinnert mich auch an diese McDonalds-Verarsche, dieses, wir spenden 1 Million Dollar an die George Floyd Foundation oder was es auch immer war. Oder, ja, stimmt. Das sind 25 Minuten unseres Tagesumsatzes.
Nee, aber warte mal, hier, ich weiß ja nicht, wie überteuert dieses Ding hier ist. Ich würde mal schätzen, dieses Tiegelchen, das ist ja so ein Gutmenschen-Tiegelchen, das tun sie bestimmt hart verteuert reinpreisen. Das kam bestimmt mal 4 Euro. Und da sind dann 50 Cent schon viel. Ja, klar. Ein Achtel des Preises aber geht dann an irgendeine Stiftung. Mhm. Appetit auf Vielfalt auch, also oh Gott. Ja eben, oh. Also diese ganze Kampagne, das ist ja der absolute Hass. Wobei, ich find's das ist der Hass. Ich find's gerade richtig lustig. Appetit auf Vielfalt und dann unten orientalisch gewürzt, das ist die Gewürzmenschen anschmacht. Ja, das ist halt auch so Klischee. Damit du nicht auf falsche Vielfaltsgedanken kommst, also wir wollen, ne? Ja. Ach oh Gott. Aber ich meine, Edeka spendet jetzt halt nicht einfach mal so eine Million, sondern nur, wenn sich das Produkt, was sie hier anpreisen, verkauft, ne? Ja. Ja, ist nicht so, wir sind nicht so freigiebig, sondern nur, wenn wir unser Geschäft mitmachen. Ich habe hier mal schnell die Deutschlandstiftung Integration gegoogelt. Oh, es ist also feinstes Matt, oder? Ja, ein bisschen. Also ich habe jetzt hier nur den Wikipedia-Artikel offen. Ja, ich weiß, Wikipedia ist eine Scheißquelle, aber gerade wenn man was über linke Leute wissen will, dann ist Wikipedia gar nicht schlecht, weil da tun die sich ja immer schön die Schulter klopfen, weißt du, da weißt du, wer hier beteiligt ist. So, ja. Und ich lese mal hier vor. Als, Schirmherr von dieser Stiftung ist der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz. Vorsitzender des Stiftungsrates ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Christian Wulff ist ja der Bundespräsident, der mal gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Ne? Der ist hier der in diesem Stiftungsrat. Sogar, ist der CDU, habe ich das richtig im Kopf? Ja, ich glaube, genau, ne? Ja, genau. Der ist nämlich von der CDU gewesen. Das ja. ist dieser Altparteienfilz, den es nicht gibt, ne? Ja, und der war von 2010 bis 2012 der 10. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, genau. Ja, da. So, genau, der ist im Stiftungsrat. So, Schirmherr ist der amtierende Bundeskanzler Scholz. Da frage ich mich, ist immer der Bundeskanzler Schirmherr von dieser Stiftung? Nee, oder ist es nicht. Ist eine Stiftung. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist einfach damit verbandelt, weil, ja, ist halt dieser Typ. Ob er das noch weiß, dass er da Schirmherr ist? Ja, er kann sich bestimmt nicht dran erinnern. Ne? Ja. Oh, Gottes Willen. Ich wette, die haben eine schöne Webpräsenz da. Ist auch schön viel Meta drin. Weil ich google mal, oder ich, ach nee, schade, ich habe hier mal in diesem Wikipedia-Artikel einfach mal nach dem Wort Bushido gesucht, weil ich erinnere ja an den Bushido, der hatte doch mal den Bambi für Integration gewonnen. Ach so. Ich wollte nur wissen, ob hier der Bushido hier auch irgendwie verbandelt ist und da was bekommt, oder ich gebe mal einen Kollege an. Machen die irgendwas mit krassen Werbern? Mhm. Ach Gott. Warte, jetzt geht's aber los, Mitglieder des Deutschlandstiftung Integration. Mitglieder des Kuratoriums sind, Doppelpunkt, ich lese ein bisschen weiter, Markus Moser, Vorstandsvorsitzender der Edeka AG, ist im Kuratorium von dieser Deutschlandstiftung Integration. Also es sind Zufälle, das ist halt... Zufälle über Zufälle, ja, wir könnten ja so ein Netz machen wie bei Die Anstalt damals. Ja, als sie noch gut war, Genau, viele von den Zuschauern kennen das wahrscheinlich. Da ging es so generell um Medien, wie die mit wem verbandelt sind und mit welchen NGOs. Ja, und hier kannst du es wahrscheinlich mit Supermärkten machen und dieser Stiftung. Oder auch dieses kleine Netz zwischen Politikern und der Transatlantikbrücke. Also ja. Oh Gott. In dem Kuratorium ist natürlich auch Cem Özdemir, der von den Grünen, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft derzeit. Ach, herrje. Also es ist dieses Obama-Meme, wo er sich selber diese Medaille umhängt irgendwie hier, oder? Also es ist unfassbar. Ja, genau, ja, stimmt, was zu hinten Edeka und die verleihen sich das selbst, Edeka mit diesem Deutschlandstift. So eine 50-Cent-Münze umgehangen. Oh, was auch schlimm ist, dieses Lasst uns froh und bunter sein, also wären wir noch nicht bunt genug, wir müssen noch bunter sein. Also wir müssen einfach noch mehr unsere ethnische Homogenität hier auflösen. Mhm. Wir müssen noch viel weniger deutsch werden, ja? Ich erinnere an diese Kunstinstallation in 5 Ausführungsstrichen am Stadtmuseum an der Feuerschutztreppe. Refugees will come, ne? Das ist die Drohung, ja. Ne? Hatte ich dir letztes Mal gezeigt. Genau. Und das ist genau hier, also eine harte Drohung letzten Endes. Ja. Oh, ja. Gut, man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass sie das alles hinter den Kulissen machen, sondern sie pressen es dir immer in die Fresse. Sie pressen es dir hart ins Gesicht.
Aber halt, ach Gott, ja, Anfang Oktober 2020 stellte Wulff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Stiftung Integration die bundesweite Kampagne Meine Stimme gegen Hass vor. Also es gibt auch noch eine Kampagne Meine Stimme gegen Hass, die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Also da wird ja bestimmt hart über uns hergezogen, sage ich mal. Also böse rechte YouTuber und so. Gut, über uns nicht speziell. Es kommt auf meinen Wunschzettel hier. Das ist Meine Stimme gegen Hass, ja? Ja, genau, das können wir gerne mal uns irgendwann anschauen. Ach, Gottes Willen. Stimmt, Oktober 2020 und im Sommer 2020 war ja nämlich auch der Sommer der Liebe mit hier George Floyd und so und diesen Ausschreitungen in den USA. Vielleicht hat das sogar was damit zu tun. Aber das ist mal was für ein anderes Video. Ja. Oh, also, oh! Wir müssen hier weitergehen. Das meine, was wie lang ging der Spot? So 30 Sekunden und Alter. Der ging 9 Sekunden und der hat mich hier so hart geragebaitet. Also, das können die. Ach so, das ist ein extra Spot. Ich dachte, das war einfach noch so das, was sie drangehangen haben an den anderen Spots. Nee, das war jetzt noch ein eigener Spot. Wahrscheinlich der so in der, weißt du, in der Werbung so mal dazwischen läuft. Oder manchmal hast du es ja so bei Sitcoms, glaube ich, im Fernsehen. Dann kommt vorm Abspann noch mal so ein kleiner Spot oder so. Ach, es ist mittlerweile schlimm im Fernsehen. Gut, dass ich das nicht mehr schaue. Ich hatte jetzt gedacht, das war wieder so Piratenwerbespot, kann sich noch entsinnen, der halt so ganz normal vor sich hinlief und am Ende dann und am 12. März Piraten wählen oder was. Ach so, das war. Ja, genau. Ja, so kam mir das hier vor, noch so drangehangen und jetzt haben wir diese 50% Cent-Aktion hier. Genau, genau. Wir haben jetzt übrigens noch ein Produkt, was wir euch zeigen können. Appetit auf Vielfalt. Oh nee, ich gehe. So, weiter. Ist eine Pringles-Werbung, okay. Ich sag mal nichts dazu. Boah, der ist richtig gängig. Jetzt geht's hier um Polizeigewalt. Ja, es geht viel um Schwarze offensichtlich. Ja, jetzt geht's hier ums Klauen. If you think you know what happens next, ask yourself why. These are the black stories we've been shown. A narrow view that limits our understanding. But there's so much more to see. Wow, die bezahlen? The full picture of black life. So, ich glaube, ich mache jetzt gleich mal Pause. Ich mache jetzt hier mal Pause, das geht nur noch 10 Sekunden, du kannst erraten. Ja, ich sehe es leider, also das war beim letzten Mal besser, wo das mit dem Vollbild nicht so ganz funktioniert hat. Ah, schade, ja, man muss dazu sagen, wir haben jetzt heute ein bisschen Probleme auf deiner Seite gehabt mit dem Vollbild, oder? Nö, das funktioniert genauso wie es soll, eigentlich war es letztes Mal der Fehler. Ach so, okay, na gut, ja, jetzt sehen wir halt, das ist wieder Procter & Gamble, unsere Lieblingsfirma. Dann kann ich es auch noch bis zu Ende kurz durchlaufen. Aber das Schöne ist, ich hätte sie wieder geraten, also so es passt. Ja, ach so, geil. Ich fand aber dein Tipp mit Pringles, fand ich auch geil. Ja, das hat auch gepasst. Let's widen the screen so we can widen our view. Fang du mal bitte an, ja. Ja, war jetzt gar nicht so viel zu sagen, also oh. Tatsächlich, ja. Also du hast halt die Schwarzen, die unter sich bleiben anscheinend. Ist ja also nichts mit Vermischung. Das fand ich interessant. Mhm. Und, ja, er ist halt sehr, sehr gangstermäßig gekleidet. Also ich hätte jetzt hier erwartet, dass irgendwie so eine Polizeikontrolle oder so ein Spaß kommt. Acht mal bitte genau, was die Stimme hier sagt. Ich glaube, du hast dir was verpasst. Ja, klar, wenn du jetzt ein Bild in deinem Kopf hast, das als nächstes passiert, dann bist du selber dran schuld. Genau. Ja, ja. Genau. Und dann sagen sie noch, weil dir nur dies und das gezeigt wird. Ja, warum wird uns das nur denn gezeigt? Weil wir halt in die polizeilichen Kriminalstatistiken schauen.
Und da ist nun mal eine bestimmte Gruppe hart überrepräsentiert. Da können wir doch nichts dafür. Hm. Und ist doch klar, dass wir dann denken, ja, oder dass wir viele solche Leute damit in Zusammenhang bringen. Hm. Um Gottes Willen. Also das ist ja nicht mal so, als wäre das hier per se falsch. Ja. Ich habe jetzt hier nicht erwartet, dass er, keine Ahnung, die Glock rausholt und das Haus überfällt oder so. Das, also, nee. Das machen die ja, also da, wenn der sich jetzt, sag mal, wenn er sich mit irgendwie drei Kumpels getroffen hätte und die wären zu der Tür gegangen, da hätte ich gedacht, ah, okay, jetzt knallt es gleich, aber natürlich nicht im Werbespot, aber das wäre das realistischere Szenario, wie das dort abläuft. Ja. Und aber zum Beispiel mit in dem Laden, das war, da haben sie schon ein bisschen damit kokettiert, dass die immer klauen oder die Läden aus und ja, das ist zu Feuergefechten. Und ganz ehrlich, wie die sich da gegeben haben, ob die es jetzt, das sah aber auch wirklich so aus, als würden sie es gleich einstecken, ne? Dieses Rumgehampel und nach links, ja, rechts total schauen. Ja, ich guck mal, ob ich es noch finde. Du kannst gerne weiterzählen. Also hier. Das heißt ja eigentlich nur, die schießen sich wieder ein bisschen selber ins Bein, dieses Problem gibt's ja anscheinend, ne? Ja, eben, ne? Das ist ja das Ding, das will ich damit sagen, das ist jetzt nicht hier so, als wären diese negativen Stereotype, als würden die aus dem Nichts kommen, als würden wir sagen, ja, wir mögen die einfach nicht, weil die schwarz sind oder so. Also weil die, oder weil die lila sind oder gelb oder was weiß ich. Sondern diese Klischees, die man hat, die kommen ja eben davon, dass es nun mal leider Geschichten sind, die man häufig hört. Mhm. Eben wenn man zum Beispiel in die Kriminalstatistik guckt. Es sind halt Erfahrungswerte, ja. Also ja, genau. Es wird ja auch einen Grund haben, warum der da überall Überwachungskameras hat in seinem Laden. Ja, oder hier zum Beispiel das Thema. Ich meine, du hast hier diese hochschwangere Frau mit dem Baby in der Hand und daneben steht noch so ein kleiner Junge. Mhm. Ist doch klar, dass man, also es ist ja nun mal ein Fakt, dass in den USA extrem viele Schwarze ohne Vater aufwachsen, weil die Väter sich verpissen. Also gut, dass sie uns jetzt hier ein Beispiel mal zeigen, wo es nicht so ist, wo der Vater da kommt dann noch mit dem Auto und die Familie schön einlädt. Das gibt's ja alles, ist ja schön und da sind wir doch auch da natürlich dafür. Also jedes Kind sollte mit seinem Vater aufwachsen. Das ist extrem förderlich für den Entwicklung. Oder mit seinen Eltern. Ja. Also, dass es so ist, wie es ist, macht nicht uns zum Vorwurf, sage ich mal. Es geht ja uns eher darum zu zeigen, auszusagen, dass das Verhältnis oder wie häufig das passiert, dass der Vater halt weg ist, ist halt in der Black Community viel, viel höher. Ja, eben. Und dass man das nicht mal als Problem benennen darf, weil man ja ein Weißbrot ist und man dies, das und Rassismus und keine Ahnung, was da immer einem um die Ohren fliegt, macht es halt nicht besser. Das ist, ja, ich mach mal hier so Ehen auf Kasper. Was denkst denn du, wie viele aller schwarzen Kinder in USA in einem Einfamilienhaushalt aufwachsen? Wie viel Prozent aller schwarzen Kinder? Was, Einfamilienhaus? Also so. Nee, ja, genau. Die also mit der Mutter oder dem Vater. Ach so, okay, ich habe jetzt an ein Gebäude gedacht. Egal. Ach so, warte, die sogar da rein geboren werden, steht hier. Also die in einem Einfamilienhaushalt geboren werden. Ich mach mal hier Ehen auf Haushalt, Kasper. Okay. Wie viel Prozent? Oh Gott, das war ziemlich hoch. Ich glaube, es war über 50 mittlerweile. Ich sag mal 70%. Oh, extrem gut. 67. Hey. 67. Und das hier laut der linken Quelle Wikipedia selbst. Also ich kann das gern dir dann reinschmeißen. Das muss man sich mal überlegen, ne? Zwei von drei Kindern ohne Vater, oder? Oder ohne, das ist extrem. Ohne den Originalvater, sage ich jetzt mal. Genau, Erzeuger. Ja. Und meistens wahrscheinlich sogar völlig ohne Vater und dann am besten noch mit wechselnden Männerfiguren auf der Mutterseite, weißt du, die wird er dann mehrere Freunde vielleicht haben im Laufe ihres Lebens noch. Also, huiuiui, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut für die schwarze Community, so mit, mit so wenig Vätern aufzuwachsen. Genau, so, und jetzt nochmal genau zum Statistiken-Ding. Also, wir fassen nochmal zusammen. Zwei Drittel, weit mehr als die Hälfte aller schwarzen Kinder wachsen in einem Einfamilienhaushalt auf. Wahrscheinlich meistens ohne Vater. So, das heißt, wenn du jetzt raten müsstest, jetzt bei der Familie zum Beispiel, gerade eben, die wir gesehen haben, mit der Mutter und den Kindern, da würdest du in 67% der Fälle richtig raten, wenn du sagst, da ist der Vater weg. Also das hier, das ist sogar eine Ausnahme, die uns zeigen. Gut, ist jetzt kein, also ich finde, wenn man 33% der Fälle richtig liegt, das ist noch okay fürs Raten, aber find ich nicht. Rein der Fakt, ne? Also wenn wir jetzt mal das Ratespiel beiseite lassen, ist halt
erbärmlich oder ja, ja, beängstigend, weil der verstärkt sich ja. Also natürlich. Soweit ich weiß, war das so in den 50er Jahren, wo man das zum ersten Mal so angefangen hat aufzunehmen, war das die Zahl ganz niedrig. Also es war im 10% Bereich. Und ein halbes Jahrhundert später sind wir jetzt hier. Es ist, wo, ich sehe da keine Trendwende. Wo sollen die herkommen? Gibt ja, gibt ja keine Politik, die sich dafür stark macht, soweit ich weiß. Nee, nee, nee. Ja, gut, bei Kriminalstatistiken wird es natürlich anders aussehen. Also da ist mir auch klar, ich meine, es ist nicht so, als wäre die Mehrheit der Schwarzen kriminell. Oder weißt du? Hast du das im Kopf mit dieser 1350 Statistik, die da immer mal wieder rumgeistert? Ach so, na, dass 13% der Leute in den USA, das sind nämlich die Schwarzen. Schwarzen, ja. Genau, und auf die gehen, glaube ich, 51% aller Gewaltverbrechen zurück. Ach, Gewalt war es, okay. Gewaltverbrechen, ja, also Vergewaltigung, Raub, Mord, also Raub mit, wisst ihr, was ich meine? Also mit Gewalt nicht, halt, ja. Nicht Ocean's Eleven, ja. Ja, jetzt nicht so der Taschendiebstahl, genau, oder irgendwie so White-Collar-Crime, dass man irgendwie Steuerhinterziehung, genau, sondern wirklich Raub, also was dann auch mit Gewalt zusammenhängt. Solche Sachen. Ja, ja, und genau, 1351, das war immer diese berühmte Statistik. Das muss man sich, genau, da auch wieder, dass diese, also weswegen ich das meinte vorhin mit dem Raten, das Ding ist ja nämlich immer zum Beispiel, wird ja Racial Profiling so hart angekreidet in den USA, dass man das ja nicht machen sollte. Es ist nun mal aber so, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich bin jetzt eine, also ich habe ja als Mensch gewisse Heuristiken, ich arbeite wie eine, ja, letztlich wie ein Roboter, wie eine KI. Stell dir vor, ich sehe Autos auf der Straße und halte die an und dann will ich so Verbrecher finden. Da würde ich natürlich die meisten Verbrecher finden, wenn ich halt mehrheitlich die mir Schwarze angucke. Eben weil von 13%, also weil 50%, mehr als 50% aller Gewaltverbrechen auf Schwarze zurückgehen, die nur 13% der Bevölkerung bilden. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar. Ich habe wenig schwarze Autofahrer, aber indem ich die wenigen mir anschaue, kann ich schon relativ gut vielleicht Vorhersagen treffen oder meinen Mordfall untersuchen oder was auch immer ich als Polizist mache. Und deswegen bin ich zum Beispiel, ich finde das immer total absurd, diesen Vorwurf Racial Profiling, das ist einfach sinnvolle Polizeiarbeit. Ja, du hast nur 24 Stunden am Tag Zeit. Also, ja, genau. Du kannst natürlich auch immer Oma Erna kontrollieren, ob sie gerade jemanden erschlagen hat. Geil. Genau. Realistisch. Ist auch spannend, die Polizei dort hat öfters mal so KIs am Start gehabt, die Vorhersagen machen sollen, wo als nächstes ein Verbrechen stattfindet und hat das dann örtlich immer auf schwarze Viertel vorhergesagt. Und das war dann immer, rassistische Polizei-KI wird eingestampft. Ne? Das war jedes Mal so. Das ist, ja. Was gut. Ich meine, guck dir jetzt hier diesen Besitzer an, dieses Ladens, der guckt halt auch schon wie, letztes Mal haben mich solche Leute überfallen. Ja, ja, auf jeden Fall, der guckt verdächtig so. Also, mal genau gucken, was die machen hier, die Jungs. Und diese drei Jungs, diese Darsteller, die tun sich halt auch keinen Gefallen, wie sie sich da gebaren in diesem Laden. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Ja, dieser Blick, dieser Blick und so. Dann dieses hektische. Ja, ich guck, später kommen die auch nochmal. Ja. Achso, na gut, hier kommt. Achso, na, dann war das mehr noch am Anfang. Warte, ja, genau, hier, warte, das meinst du, genau. Komm hier so cool rein, so auf der Kamera siehst du so, ey, yo. Ja. Und dann guckt man natürlich erstmal, wer sitzt hinterm Laden, hinter der Ladentheke. Ja, so. Also was interessiert mich das, wenn ich in irgendein Geschäft reingehe, in so ein größeres, wer da am Laden, an der Ladentheke steht? Ja, das war so ein bisschen ein verdächtiger Blick, ne? Das war irgendwie komisch. Also ja, kommt eben alles ein bisschen komisch vor. Ach, also die wissen halt selber, dass dieses Problem da ist. Genau, die wissen selber, dass es da ist. Man soll halt nur nicht drüber sprechen. Weil nicht alle, Hashtag not all. Also, und es ist ja, es ist systemisch, ne? Wir müssen das System ändern. Ne? Dann wird alles gut. Genau, nicht an den Leuten selbst oder so, sondern am System. Es ist super spannend, also gerade in Amerika, wo jeder seines Glückes Schmied mal war,
dass sich das jetzt so gewandelt hat zu, ja, aber das System ist dran schuld. Nicht ich, ich habe mein Schicksal nicht in der Hand. Ja, das ist ziemlich absurd eigentlich, ja, weil, ja, gerade USA, wie du sagst, ist ja tatsächlich so das Vorzeigeland für dieses Motto. Hm. Gewesen. Gewesen, ja. Das ist vorbei, ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so viel Matt drinne. Da hat mir jetzt wirklich die Polizeikontrolle gefehlt oder irgend sowas. Ja. Ich merke gerade, wir sind jetzt übrigens bei genau einer Stunde. Ich habe hier meine schicke Stoppuhr neben mir. Oh, das ging fix tatsächlich. Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach hier Schluss und machen den Rest dann noch in einer weiteren Folge. An Werbung, die wir Folgen, haben. Ja. Oder in weiteren Folgen, genau. Ich sehe naja, das schon viele kommen, Videos das zieht sich. Nee, es sind nicht mehr so viele. Ja, Jungs und Mädels, das ist jetzt eure Chance, unsere Qualen zu verlängern. Ja, genau. Schickt uns gerne Material, was uns quält. Und dieses Procter & Gamble, das macht mich wirklich fertig. Also, was die für eine Agenda fahren für Seife letzten Endes, ist ja, unfassbar. Ja. Die sind wild. Ja, gut. Also ich bin wieder etwas dümmer geworden, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, Tom. War ja, wieder angenehm mit dir. Und ja, ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Ja. Wollen wir das YouTube-Gebet sprechen? Ja, natürlich. Letztlich ist ja der Gag, dass wir es nicht aussprechen. Was? Amen. Ja, wir sagen nur Amen, aber wir sagen gar nicht, was wir damit meinen. Ich weiß nicht, ob das allen Zuschauern klar ist. Aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Ihr wisst doch, was ihr auf YouTube blöde zu tun habt. Ja, ihr kennt doch die ganzen Buttons. Ihr klickt die mal an. Ich sage jetzt mehr dazu nicht. Ja. Das Amen ist ja so dieser Hundeklicker von uns. Ne? Ach so, genau. Sobald wir Amen sagen, wollen wir, dass ihr irgendwelche Buttons hier drückt. Welche das sind, wie gesagt, ja. Macht euer Ding. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nur Dislikes, wenn wir Amen sagen. Ja, ja, auch schlechte Publicity ist gute Publicity, ne? Ja, genau. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Macht's gut.